die Arthrose ist eine Volkserkrankung. Wir haben über 15 Millionen, die davon betroffen sind. Das sind nicht nur 50% aller über 50-Jährigen, sondern wir wissen heute auch, dass bereits 15% der 35-Jährigen Knorpelschäden zeigen. Das Ganze verursacht immense Kosten und das sieht man zum überwiegenden Teil durch Operationen entstehen. Wir setzen mehr als 200.000 künstliche Hüftgelenke in Deutschland ein und deutlich mehr als 150.000 Kniegelenke. Und da möchte ich Ihnen zeigen, wie man das vielleicht noch ein bisschen vermeiden kann bzw. aufschieben kann. Wir wissen, die Arthrose ist eine durch Abnutzung entstehende Gelenkerkrankung, die zu einer Schädigung des Gelenkknorpels, aber auch des Knochens und der Muskulatur führt. Der normale Knorpel, das hier auf der linken Seite dargestellt, ist weich. Er hat eine Pufferfunktion, er soll die Knochen schützen vor der Belastung. Das Problem des Knorpels ist, dass er keine eigenen Blutgefäße hat und über die Gelenkflüssigkeit ernährt werden muss. Und wenn die versiegt, kommt es auch da zu einem zunehmenden Gelenkverschleiß. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Röntgenbild einer fortgeschrittenen Arthrose, wo letztendlich nur noch eine Operation übrig bleibt. Die wichtigste Untersuchung ist nach wie vor das Röntgen. Wir sind allein durch das Röntgenbild in der Lage, einen Arthrosegrad festzustellen. Wir kennen 4 Arthrosegrade und wollen natürlich möglichst früh die Patienten erkennen, möglichst im Stadium 1 oder 2, weil man da sehr viel tun kann. Ultraschall als Ergänzung brauchen wir bei gereizten Arthrosesituationen, wenn Flüssigkeit im Gelenk ergänzend ist. Die Kernspintomographie für die Arthrose eigentlich so gut wie nie. Die Arthrosetherapie hat sich natürlich gewandelt. Viele von Ihnen kennen das auf der linken Seite Dargestellte noch die Sprüche von Bekannten oder auch von älteren Kollegen, die häufig noch gesagt haben, Arthrose, damit müssen Sie leben, da kann man nichts tun. Ein Kollege hat ein Buch über dieses Thema gesprochen, um sich mit diesem Thema mal ein bisschen näher zu beschäftigen. Die Arthrose hat sich heute gewandelt, es sind mehr junge Menschen, die behandelt werden. Es ist eine Lifestyle-Therapie geworden. Leute wollen maximal leistungsfähig sein, möglichst im Alter, sich in der Freizeit und bei sportlichen Aktivitäten noch gut belasten können. Wir kennen die Risikofaktoren, die zu einer Arthrose führen. Es ist natürlich das Alter, wir wissen vorhin schon gesagt, 50% der über 50-Jährigen, das heißt sicherlich mehr als 50% aller Menschen, die hier im Saal sitzen, sind mehr Frauen als Männer. Wir wissen, dass das Übergewicht nachteilig ist. Das O- oder X-Bein spielt eine große Rolle. Bewegungsmangel, weil es natürlich zu einer verminderten Gelenkflüssigkeit führt. Verletzungen, typischerweise Knieverletzungen beim Sport, Kreuzbandverletzungen, Meniskusverletzungen führen in aller Regel mit einer Verzögerung von 5 bis 10 Jahren auch schon zu Arthrosesituationen. Die Muskelfunktionsstörungen, wenn unsere Muskulatur zu schwach ist, werden die Gelenke überlastet. Und das, was die Patienten häufig annehmen, es ist Rheuma oder Gicht, spielt doch eine sehr untergeordnete Rolle. Wir gehen davon aus, dass maximal 3% unserer Arthrosepatienten Rheumatiker sind. Die Basisbehandlung in der Praxis, das kennen die meisten von Ihnen, es sind die klassischen Rheumamedikamente, die wir hier einsetzen, Voltaren, Diclofenac, Ibuprofen, die aber nicht immer ausreichend sind und im Alter auch etwas vorsichtiger eingesetzt werden müssen. Wir tendieren heute mehr zu reinen Schmerzmitteln bis hin zu Opiaten. Wir setzen auch Schmerzpflaster bei Arthrose schon ein. Es gibt neuere Hilfsmittel, wie hier dargestellt, neuere Knieorthesen für X- oder O-Bein-Arthrosen. Die Akupunktur in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt, weil selbst die gesetzlichen Krankenkassen hier eingesehen haben, dass es insbesondere für die Kniearthrose ein sehr gutes Hilfsmittel ist. Und das kennen Sie alle, viele Ärzte geben Ihnen guten Ratschläge, die in der Regel heißen, Sie müssen abnehmen und sich mehr bewegen. Viele Patienten kommen zu uns in die Praxis und wollen natürlich mehr als diese Basisversorgung haben. Und da möchte ich Ihnen jetzt doch die klassischen Dinge vorstellen, die wir da zusätzlich anbieten, um Ihre Gelenke möglichst lange zu erhalten. Wir haben unsere Praxis in den letzten 1-2 Jahren erweitert. Wir arbeiten jetzt zu dritt bei uns in der Praxis. Der Herr Dr. Spägele
hat uns im letzten Jahr ergänzt. Er ist Schmerztherapeut und Rheumatologe. Und wir sind froh, dass wir seit 6 Wochen noch einen neuen Kollegen bei uns haben, den Herr Dr. Schiegel, der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist und von der Karlsruher Orthopädischen Klinik zu uns gekommen ist. Wir bieten das gesamte Spektrum der Orthopädie und Unfallchirurgie ein und ich möchte mich heute jetzt mal schwerpunktmäßig auf das Arthrose-Thema beschränken. Die Arthrose, das Wissen um die Arthrose hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, davon geht man aus. Das heißt, dass die Arthrose heutzutage auch in Zentren angeboten wird und wir sind jetzt seit kurzer Zeit auch ein zertifiziertes Arthrose-Zentrum, wo entsprechende Qualifikationskriterien bis hin zu den sterilen Injektionskriterien für Spritzen nachgewiesen werden müssen, um dieses zu erhalten. Das Arthrose-Konzept ist in der Regel ein ganzheitliches Konzept. Es geht immer auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten ein. Wie sind die Patientenansprüche? Was wollen die Patienten erreichen in der Freizeit, im Sport? Wie ist das Arthrose-Stadium? Und es wird auch interdisziplinär gehandhabt, das heißt immer in Absprache mit Kollegen, mit Physiotherapeuten, um hier ein maximal gutes Ergebnis zu erreichen. Wir bieten neben den Medikamenten und der Akupunktur, die ich bereits angesprochen habe, weitere Maßnahmen an, die ich Ihnen jetzt im Einzelnen vorstellen möchte. Und noch ein Thema zur Operation. Natürlich müssen nach wie vor auch Patienten zur Operation, aber da geht es darum, für den Patienten den optimalen Operationszeitpunkt zu erreichen. Die Ernährung spielt bei der Arthrose ebenfalls eine Rolle. Wir wissen heute, dass durch unsere Ernährung wir übersäuert sind und eine basische Behandlung brauchen. Dazu reichen nicht immer aus die Nahrungsergänzungsmittel, die Sie im Supermarkt bekommen können, sondern wenn Nahrungsergänzung, dann fordern wir heute eine sogenannte ergänzende, bilanzierende Diät. Das heißt, spezielle sogenannte Knorpelaktivkomplexe, die in entsprechend hoher Dosierung dem Knorpelstoffwechsel guttun. Und auch da, es gibt Untersuchungen, die in entsprechend hohen Dosierungen Effekte erreichen können, die vergleichbar sind mit entzündungshemmenden Medikamenten. Ergänzt durch entzündungshemmende Maßnahmen, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel und sogenannte Antioxidantien. Die Gelenkinjektionen, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Viele von Ihnen kennen die Gelenkinjektionen als Cortisonspritze. Die Leute kamen 3 bis 4 Mal im Jahr und wollten ihre Cortisonspritze haben. Man weiß heute, dass Cortison eigentlich dem Knorpel eher schadet und wir es nur dann einsetzen, wenn eine sogenannte gereizte Arthrose mit Wasserbildung da ist, aber sehr eingeschränkt. Die Hyaluronsäurebehandlungen, hier hat sich sehr, sehr viel getan. Es gibt eine Vielzahl von Hyaluronsäuren für unterschiedliche Gelenke, unterschiedliche Produkte, damit man hier maximale Effekte erreichen können. Und ich sage immer zu meinen Patienten, die Hyaluronsäure ist wie der Ölwechsel für ihr Auto. Man gibt eine hochviszöse Flüssigkeit in das Gelenk, um dem rauen Knorpel eine bessere Funktion zu bieten. Neu sind die Injektionsverfahren mit dem Namen ACP. Es ist ein neues Verfahren, was ein biologisches Verfahren, was aus ihrem eigenen Blut gewonnen wird. Das heißt, der Ablauf ist so, man nimmt dem Patienten Blut ab, dieses Blut wird aufbereitet, die Blutbestandteile, insbesondere die Wachstumsfaktoren, werden dann steril in das Gelenk zurückgespritzt und wir bezeichnen das auch als sogenanntes kortisonfreies Schmerzmittel. Das ist heutzutage das modernste System, um mit körpereigenen Stoffen die Arthrose und den Gelenkschmerz zu behandeln. Seit vielen Jahren bereits im Leistungssport eingesetzt, jetzt in den letzten 1-2 Jahren auch zunehmend in den Praxen eingesetzt. Reicht es nicht aus, gibt es ergänzende Verfahren. Die Kernspinresonanztherapie hat sich entwickelt aus der Situation, dass viele Patienten berichtet haben, nach einer Kernspinuntersuchung würde es ihnen besser gehen. Das hat man zunächst immer mit einem Fragezeichen versehen. Man weiß heute, dass die Untersuchungen, dass die Frequenzen des Kernspins heilende Wirkung haben können, auch zur Knorpelstimulation führen können. Und wir setzen das auch bei der Arthrosebehandlung ein, aber auch bei Sportverletzungen, schlecht heilende Sportverletzungen. Dahinter stehen manchmal Schwellungen des Knochenmarks, also ein sogenanntes Knochenmarkedem. Und auch da können wir damit gute Abhilfe schaffen. Die Bewegung ist natürlich ganz entscheidend. Wir wissen heute, dass wir natürlich mit einer
hochwertigen Bewegung, in einer qualifizierten Bewegung sehr viel erreichen können. Wir können durch einen gezielten Muskelaufbau das Gelenk entlasten und dadurch natürlich eine äußere Hülle über eine verstärkte äußere muskuläre Hülle dem Gelenk was Gutes tun. Wir können das A ohne Geräte tun, B mit einer sogenannten medizinischen Trainingstherapie unterstützt, das heißt mit einer Krankengymnastik mit Gerät noch mehr Effekte erreichen und sind umso besser, je besser wir die Ergebnisse auch vorher und nachher messen können. Neben der Kraft und neben der Beweglichkeit spielt natürlich auch die Koordination, also das Feingeschick, eine große Rolle. Das heißt, unser Gelenk funktioniert nur dann gut, wenn es kräftig ist, wenn es gut beweglich ist und wenn die Feinmotorik stimmt. Und auch diese kann man apparativ sehr gut schulen mit Geräten, hier auf der rechten Seite dargestellt, ein sogenanntes Vibrationsgerät, ein Galileo, ein System, was dem natürlichen Gen nachempfunden ist und dadurch sehr natürlich auch hier stimulative Effekte auf die Koordination ausüben kann. Ergänzt natürlich auch durch Gruppenverfahren. Wir bieten auch eine sogenannte Gelenkschulung an. Viele von Ihnen kennen die Rückenschule. Das ist damit was Vergleichbares. Sehr beliebt in letzter Zeit ist unsere Zirkeltherapie, ein Gruppentherapieverfahren, was die gesamten Inhalte der Bewegung auf einmal darstellt. Es ist die Kräftigung, die Dehnung und die Koordinationsverbesserung. Es wird von Physiotherapeuten geleitet, in der Regel einmal in der Stunde durchgeführt, über 3 Monate. Und die Krankenkassen unterstützen dieses System, indem sie 50% der Kosten übernehmen. Eine enge Zusammenarbeit der Spezialisten ist notwendig, um für sie ein gutes Ergebnis zu erreichen. Wir arbeiten natürlich mit unserer Praxis eng zusammen mit den Kollegen vom Gesundheitsforum, mit vielen Physiotherapeuten, mit den Krankenhäusern und den entsprechenden Gelenkspezialisten, die dann die Operationen durchführen. Zum Abschluss, was sollten Sie mitnehmen? Es gibt sicherlich einige Punkte, die mir wichtig sind, die Sie nach dem Vortrag besonders, die Sie mit nach Hause nehmen sollten. Sie können heute davon ausgehen, dass man Arthrose behandeln kann. Je früher, umso besser. Das heißt, frühzeitige Erkennung gewährleistet Ihnen, dass Sie möglichst lang mit Ihrem eigenen Gelenk zurechtkommen. In zertifizierten Arthrosezentren bekommen Sie in der Regel das komplette Angebot, was Ärzte heutzutage benötigen, um die Arthrose gut zu behandeln. Und es sollte immer auf Sie persönlich, auf Ihre eigenen Ansprüche abgestimmt sein. Wenn Sie das durchführen, haben wir eine gute Chance, Ihre eigenen Gelenke sehr lange zu erhalten und damit Ihnen auch eine gute Lebensqualität im Alter zu bieten. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich jetzt unmittelbar gerne zur Verfügung. Wir haben im Erdgeschoss einen Stand, wo wir für Sie viele Patienteninformationen bereithalten. Wir bieten in der Praxis Spezialsprechstunden zu diesem Thema an. Sie können ins Internet gehen, auch da gibt es einiges für Sie zu sehen. Und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.